Diesen Bericht präsentiert euch Alpquell Tirol, das Alpenmineralwasser aus den Bergen Tirols. Prickelnd, mild, ohne. Die 25. Auflage und Sie sind heuer das zweite Mal oder schon öfter dabei, Bianca? Das zweite Mal. Wir haben heute die Ehre, das zweite Mal dabei zu sein und sind ja wieder voll Euphorie und voll Begeisterung dabei. Es ist ein mega Teilnehmerfeld und ich glaube, die 25 Jahre sind ganz etwas Besonderes, oder? Christian, letztes Jahr warst du noch mit dem SL da, heute mit einem Heli. Ja, ich freue mich jetzt auch auf ein neues Auto und ja, schauen wir, was rauskommt. Den Besten gebührt der Sieg, wie immer, oder? Den Besten gebührt der Sieger. Vielleicht sind Sie ganz vorne mit dabei. Wir wünschen euch alles Gute, Bianca, Christian, und viel Erfolg. Danke. Marianne, an Steinwurf entfernt sind wir daheim. Können wir ja herschauen zu Start und Ziel? Ja, eigentlich schon, gell? Ja, Hans, ein paar Jahre jetzt pausiert und jetzt wieder dabei. Ja, ich habe jetzt ein paar Jahre pausiert. Die Sucht treibt halt echt irgendwie wieder. Man hat solche Autos und das sollte man bewegen. Und nicht nur bewegen, das sollte man auch ein bisschen sorgen. Und das ist das Schöne an den Oldtimer-Treffen, die Ausfahrten. Ja, wunderschön. Und du hast den richtigen gewählt für die Alpen hier im Ötztal. Ja, ich habe irgendwie schon den richtigen gewählt. Ich glaube, dass Regen ist. Da ist mir der lieber, sonst hätte ich nämlich gerne einen offenen. Spricht für die Rallye. Hallo Uwe, wieder dabei. Bei der 25. Auflage der Ötztal-Klassik. Das wievielte Jahr? Siebte Jahr schon. Und dieses Jahr versuchen wir mal ein bisschen im vorderen Drittel mitzumischen, gell? Und wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung. Wir wünschen euch alles Gute, eine tolle 3-Tages-Ausfahrt. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir auch, gell? Fiat 124 Spider Rallye. Petra und Georg Klingler, ihr pilotiert dieses wunderschöne Fahrzeug. Ja, Gott sei Dank. Normalerweise sind wir Porsche-Fahrer, aber bei solchen Sachen muss man Fiat fahren. Hilft nichts. Ja, und wenn man sich da so zurückerinnert an die Rallye-Weltmeisterschaft, da kommt schon ein richtiges Feeling auf. Auf jeden Fall. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell fahren. Ja, schon gibt es eh Strafbekunden. Genau, schon gibt es leicht Strafsekunden. Peter, du machst die Navigation? Ja, mache ich. Ich hoffe, dass ich das hinbringe. Bist du öfter schon gemacht? Nein, noch nie. Das erste Mal. Ja, das wird spannend. Das wird spannend, mega spannend wird das. Ja, und ist das streng dann im Auto? Ja, ich glaube schon. Ja. Na, schauen wir mal, was am Abend so rauskommt. Ja, genau, schauen wir mal. Da hoffen wir das Beste. Ich werde euch befragen. Alles Gute, einen schönen Tag wünsche ich heute. Ja, und da kommt man ins Tanzen und du bereitest dich jetzt vor für den ersten Auftritt hier bei der Ötztal-Klassik. Erster Auftritt bei der Ötztal-Klassik. Wir sind absolute Neulinge aus Innsbruck. Heimvorteil fast. Ja, nur was die einzelnen Streckenabschnitte anbelangt. Aber sonst, das Ganze mit den Zeitnehmungen und dem Ganzen, da haben wir noch keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Wir sollen ja das Tal genießen, die Ausfahrt genießen und drei wunderschöne Tage haben. Genau so ist es. Letztes Mal waren wir am Dimmelsjoch, da hat es ungefähr noch 10 Meter Schnee gehabt. Wir wünschen euch wunderschöne Tage. Dankeschön, freuen uns schon sehr. Herr Markus, wunderschön, 911. D, Baujahr? Baujahr 68. Bist du heuer das erste Mal dabei? Ich bin das erste Mal dabei, ja. Schon öfter beobachtet das Ganze und gedacht, das muss ich mal probieren. Ja, wie wir sehen, du kommst aus Innsbruck, fast einen Heimvorteil. Das schauen wir mal, die Strecke hoffe ich, dass ich kenne. Ich habe einen erfahrenen Beifahrer mit. Den habe ich mir ausgesucht, weil sonst glaube ich, war ich eher hoffnungslos überfordert. Ja, der Robert, der hat ein bisschen Erfahrung, was die Rallye anbelangt. Lassen wir uns überraschen und schauen wir mal, was am Ende des Tages rauskommt. Und da werden wir die befragen und dann schauen wir, wie es euch gefallen hat heute. Genau, also für mich ist einmal dabei sein alles beim ersten Mal. Drei wunderschöne Tage, alles Gute. Danke. Die akribische Vorbereitung, Sie waren ja ganz vorne mit dabei, mit Ihrem Golf GTI, waren letztes Jahr das erste Mal dabei und heuer gibt es eine Revanche wieder. Wir versuchen unser Bestes. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es mal auf dem ersten Platz. Letztes Jahr war es der zweite, aber mal schauen. Gucken, wie es läuft und wir freuen uns auf alle Fälle auf 2, 3 schöne Tage. Ja, die 25. Auflage, wie hast du die vorbereitet? Wie viele Tage, wie viele Wochen schon das Rotbuch gelesen? Ja, das Rotbuch kriegen wir jetzt leider jetzt erst, aber natürlich, wir haben uns schon im Internet ein bisschen informiert, wie die Streckenverläufe sind. Vom Grundsatz her wissen wir Bescheid. Wir sind auch nicht das erste Mal im Ötztal, sodass wir uns hier ganz gut auskennen, aber ja, man wird sehen, was dabei rauskommt am Ende. Wir haben hauptsächlich Spaß jetzt die nächsten 2, 3 Tage hier und das ist das Entscheidende. Wenn das Wetter noch ein bisschen mitspielen würde, wäre es natürlich optimal, aber das haben wir nicht in der Hand. Ne?
Dann wünschen wir euch alles Gute, drei wunderschöne Tage. Und heute am Abend schauen wir mal, wo es lang geht. Im Längenfeld wird auch ein toller Abend. Alles Gute. Dankeschön, vielen Dank. Danke.